So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aquana, genau. Ich will euch nämlich heute so ein wichtiges Dings zeigen. Ich will euch heute nämlich was richtig Cooles zeigen. Ich habe was richtig Cooles in der Stadt hier gebaut. Genau. Ihr habt auch in der letzten Folge hier in die Kommentare geschrieben, dass ich hier irgendwie irgendeinen Shop dort bauen soll oder so beim neuen Haus. Ich habe jetzt, warte, ich nehme gleich hier die Dings mit, die, genau, die Kreditkarte. Weil, ich habe hier ein Haus ausgebaut. Sollte ich euch eigentlich die Folge zeigen? Und einer, genau, ich habe nämlich auch Wolle hier braucht für mein Haus hier, weil das ist auch aus Wolle, weil ich habe es halt ausgebaut aus Wolle und ja. Und einer in den Kommentaren geschrieben, vielleicht kann ich mit der Schere oder so irgendwie mit einem Klick irgendwie, warte mal, wo war hier die Dings? Oh, hier sind's. Doch, Tatsache, mit der Schere kann man sie abbauen. Cherry! Tatsache. Man kann die mal abbauen. Okay, wer auch immer das geschrieben hat, der Typ ist echt klasse. Ich habe sie mit Hand abbaut, aber das ist nicht gegangen mit der Hand. Oh lol, Tatsache, was ist das hier? Papaya, was auch immer eine Papaya ist. Wenn ihr wisst, was ein Papaya ist, schreibt es in den Kommentare. Oh lol, es sind Cherries. Cool. Das ist echt cool hier. Warte mal, ich esse jetzt nicht mal zusammen, weil vielleicht kannst du irgendwie brauchen. Genau, ich wollte euch heute jetzt auch noch zum Booker schauen, weil einer hat geschrieben, ich habe Potion Shelves crafted, deswegen baue ich die jetzt ab und mach's mit normalen Oak Shelves, weil ich da nichts reinlegen kann in die Shelves hier. Bei meinem Bunkery Dino. Und ja, eigentlich wollte ich auch noch einen schauen wegen dem Einbrechen, dass wir es demnächst auch machen können. Zu den guten alten Ben Bankus. So. Dann gehe ich hier mal zu dem guten alten Wilhelm. Vielleicht hat er was Neues. Hier sehen wir noch der eine Ovary Dino. Müsst ihr unbedingt einen Ofen hier einen Namen geben. Oh, geht's nicht? Ah, jetzt geht's. Okay, weiß immer noch nicht, was hier da oben macht, aber egal. Genau, dann gehen wir mal zum Bürgermeisterhaus, zum guten alten Wilhelm. Gut, dass du da bist. Die Polizeistation ist jetzt fertig gebaut. Nur sind doch keine Polizisten drin, okay. Polizeistation. Es hat heute auch ein Möbelgeschäft geöffnet. Okay, lol, ein Möbelgeschäft? Können wir jetzt irgendwie Möbel kaufen? Du kannst ja mal hinschauen. Falls du Aufgaben bei mir machen willst, dann melde dich bei mir über Post. Okay, Aufgaben, ich glaube, der meint irgendwie mit Aufgaben irgendwie solche Quests oder so. Ja. Oh, gut, dass du hier bist. Ja, ich weiß, dass ich hier bin. So, genau, hier ist nämlich ein Dings. Bei dem ist, glaube ich, auch nichts neu, beim Ben Bankus. Genau, ich wollte hier auch noch schauen, hier irgendwie. Könnte man auch noch was mieten? Irgendwie, ja. Genau, wie breche ich hier ein? Da oben ist, glaube ich, ein Sensor, das heißt, hier ist es schlecht. Okay, ich tue das Eisen halt durchgraben, nur das Ding ist, hier stehen halt überall Villagers. Der hört das direkt. Das heißt, es muss in der Nacht sein. Es haben auch Leute irgendwie Tipps geben, dass... Oh, ich sehe hier gerade, da vorne ist, glaube ich, schon das Möbelgeschäft. Dass ich hier, irgendwie eine Maske oder so aufsetzen muss, dass ich hier einbreche. Und so, also ihr habt mir wirklich schon Tipps gegeben. Ihr könnt noch mehr weitere Tipps, falls ihr noch irgendwas hier vergessen habt, in die Kommentare schreiben. Genau, und das habe ich nicht hier gebaut. Ich habe nicht hier eine Mailbox gebaut. Und genau, Ohrshop. Weil wir haben ja Diamanten und sowas. Also habe ich das hier mal reingelegt. Und ja, mal schauen, ob ihr irgendwas kauft. Hier habe ich geschrieben, ein Diamant 1000 Euro. Also 1000 Dollar, Euro, wie auch immer. Ein Gold 100 und ein Iron, also ein Eisen hier 50. Genau, und hier habe ich so schöne Dings hier. Die craften sich ganz easy einfach mit Bone Meal, mit Zorn, ja. Kriegt man zwei. Habe ich ganz easy crafted. Und hier habe ich so eine Ding gemacht. Oh, es war laut. So eine Doorbell. Genau. Und hier kann man reingehen. Das ist jetzt mein Haus. Und ich habe jetzt so richtig fancy, so modernen, solche modernen Fenster hier gemacht. Hier kann man reingehen in meinen Shop. Hier habe ich noch ein bisschen Eisen und Dings hier reingehen. Und Diamant. Und ja. Ich hoffe, man kann das stiehlt mir das vorne. Aber egal. Dann gehe ich hier mal hoch. Genau, ich habe nämlich hier oben auch noch Bett hier reinbaut. Und so ein richtig schönes, wer ist das nochmal? Solche Blätter hier rum. Und so ein richtig schönes Bett. Genau, heute wollte ich eigentlich schauen. Ich könnte mal hier rüber schauen. Irgendwie kann ich mich. Ich grabe mal hier irgendwie. Okay, es geht nicht. Ich grabe mal hier irgendwie aufs Dach rauf. Um zu schauen. Ich kann hier nicht hoch, das Ding. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich grabe mich einfach hier raus. Ja doch, das geht. Mal irgendwie so und so. Irgendwie fehlt hier ein Block. Ah, egal. Jetzt habe ich gerade sehen, nämlich.
Genau, hier ist nämlich der Dings. Hier kann ich irgendwie rein. Hier kann ich sogar das Licht ausschalten, auch innen. Oh, ich hoffe, keiner hat es bemerkt. Ich hoffe, hier ist kein Sensor drinnen. Das Ding ist, muss ich schauen, dass kein Sensor drinnen ist. Kann ich mich irgendwie da reingraben? Ich habe auch gesehen, dass hier da vorne, wenn ich jetzt hier hochgehe, ist hier vorne so ein Gitter, wenn man sieht hier irgendwie. Das ist so ein Gitter. Ah, du. Ah! Die Blätter hier nerven ein bisschen. Ist wenn so ein Gitter drinnen, wenn man sieht. Oh, und da will ich schon wieder dagegen gerannt. Gegen die Dings. Aber egal, ich gehe mal hier wieder in mein Haus Redino rein. Hier fehlt jetzt irgendwie ein Block, aber egal. Egal. Pff, oder warte, habe ich einen Block? Ich könnte. Nein, nein, warte mal, das war ein Slab hier. Slab Redino. Warte mal, genau. Genau, ich weiß, wie es gehört. Muss so hier machen. Und die Stairs. Da gehört nämlich so eine Slab hin. Und hier gehört hier irgendwie das. Irgendwie. Das passt schon, Leute. Das ist richtig geil hier einfach. Man kann einfach auf die Sonne schauen. Und in der Nacht ist es auch hier geil hier oben, finde ich. Dass man hier in den Sternenhimmel schauen kann. Und ja. Genau, und schaue ich hier gleich mal zum Möbelhaus Redino. So, mache ich das zu. Ich hoffe, es kauft irgendwie demnächst bei mir wer ein. Ich weiß es nicht. Genau, hier kommen wir raus. So. Hier kann man auch wieder einen Brief schicken. Keine Ahnung, das ist irgendwie mein geschäftliches Haus, oder wie soll ich sagen. Ich kann auch mehr Shops hier reinbauen oder ich kann auch random Shop hier auch bauen. Hier ist noch genug Platz für mich. Genau, und hier ist nämlich ein Möbelshop. Was ist hier drinnen? Hier ist, glaube ich, schon eine Proteststation. Sehen wir uns auch nachher an hier gleich. Okay, was ist hier drinnen? Hier ist, glaube ich, so ein Dings. Ich kann es ja auch drehen. Ich glaube, hier ist einfach so ein. Wer ist das? So ein Sessel oder so ein Stuhl. Genau, so ein Sofa, genau. Was ist hier? Das ist so ein Küchen- oder irgend so ein Abstellteil. Das ist ja auch so irgend so ein, genau, hier ist so ein, ich weiß es für Englisch, Bedside-Table, aber wie heißt es nochmal, genau, Nachttisch, genau. Hier steht auch noch Möbelgeschäft, dann gehe ich hier mal rein. Oh, hallo mein Kunde, ich bin Günther, hier gibt es allerlei Auswahl an Möbeln. Sieh sich doch um, falls Sie mich suchen, ich bin hier ganz oben im Haus, okay. Er schreit anscheinend irgendwie runter oder so. Geld bitte hier reingeben, Günther, okay. Das heißt, okay, was steht hier überall? 200 Euro pro Stück, also 200 Dollar. Ich sag jetzt einfach Euro, 200 Euro pro Stück. 10 Euro pro Stück. Lol, gibt's einen Computer? Ich mach einen Computer. Okay, man kann irgendwas kaufen, einen XP-Bottle oder so. Oh, warte mal. Ich muss ihn unbedingt kaufen. Ich glaube, hier im Geschäft kann ich nicht kaufen, aber ich kann einfach Sachen hier online kaufen über Amazon oder keine Ahnung, was das ist. Über Mindbay oder so heißt das. Und kann es einfach in meinen Shop oder so verkaufen. Oh mein Gott, ich glaube, das ist der 1000 IQ-Thread. Also, wenn das klappt, wenn ich das irgendwie billiger kaufe und irgendwie bei meinem Shop hier teurer verkaufe, können wir Profit machen, actually. Okay, hier ist einfach so ein Ding, so eine Jalousie. Hier ist ein Computer. Hier ist so ein, okay, ich mach's mal lieber nicht an, so ein, wie heißt das, so ein Ventilator. Hier ist so eine Bank, kann man auch drauf sitzen. Ich weiß nicht, ob das hier an Sitzen hier irgendwie, oh lol, das kostet 500 Euro pro Stück. Okay. Ob es irgendwie, ob man darauf sitzen darf. Oh, was gibt's hier noch? 500 Euro pro Stück, ich glaube, das ist so ein Rauffang. 100 Euro pro Stück, ist es so ein Tisch, einfacher. Hier ist so ein Stuhl, 50 Euro pro Stück. Es geht eigentlich, also pro Stück überall, glaube ich. Hier ist auch wieder so eine Jalousie. Fancy irgendwie. Was ist hier? 150 Euro pro Stück ist so ein Nachttisch, genau. 100 Euro pro Stück ist wieder so ein, irgendwie so ein Abstelltisch oder sowas. Leute, hier ist so ein Thron oder sowas, kann man ja auch Test sitzen. Ich glaube, man darf hier nicht Test sitzen. Oh, ist irgendwie verpackt ein bisschen. Kostet 1500, nee, warte, 1200 Euro pro Stück. Und das hier ist so ein Kronleuchter. Wer ist das? So ein Kerzenständer. 500 Euro pro Stück, ja, das geht eigentlich. Also, naja, es ist ein bisschen überteuert. Ich habe 3155 gerade. Und hier ist der, Günther. Ja, Günther steht da. Genau. Was ist hier? Alle Items nur rausnehmen, wenn sie bezahlt haben. Okay, hier sind ganze Sachen drinnen. Hier ist ein Computer. Ich glaube, soll ich mir einen Computer kaufen, überlege ich gerade. Soll ich Computer? Ich könnte actually... Ja, doch, ich kaufe mir einen Computer. Weil das könnte mir richtig viel Geld bringen hier einfach. Wenn ich es einfach teurer hier verkaufe. Oh, hallo mein Kunde. Ja, ich weiß, dass hier alles Auswahl gibt. So, dann gehe ich schnell zum Ben Bankeridino und kaufe mir. Oh, hier ist gerade eine Party oder so gefeiert. Oh, hier sind richtig viele. Okay, dann mache ich so. Und wie viel brauchen wir? Ich glaube, 3000 ist 1, 2, 3, warte mal, minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, jetzt hätten wir 3000 haben.
Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann müssen wir jetzt irgendwie, so, jetzt haben wir 3000 Euro, das heißt, gehen wir raus und genau, Essen wollten wir uns heute auch noch kaufen. Genau, dann gehen wir schnell hier rüber zu dem Dings hier, zu dem Günteri Dino. So. Dann, oh, das war ein falsches Test, ganz unten muss man es nämlich reinlegen. Kann ich mir das ausnehmen? Ich bin jetzt mal fair, ich stehe hier nichts, weil Polizei ist ja so in Anmarsch hier. So, mein Geld hier ist drinnen. Ich habe immer 155, hoffe von irgendwie aus, dass ich Geld hier mache. Genau, was muss ich hier, was habe ich gekauft? Ich habe, genau, einen Computer. Nämlich einen Computer, habe ich einen Computer. Jetzt die Frage, kann man den Computer wieder abbauen? Ich glaube schon. Ich gehe mal wieder zu meinem Haus zurück. Ich glaube, ich platziere den einfach hier, soll ich den in mein Main-Haus? Doch, ich glaube, ich platziere den einfach hier rein. Mein ganz normales Haus. So, wo platziere ich den? Ich platziere den mal hier irgendwie. Ich mache noch irgendwie einen Tisch, aber ich baue jetzt, glaube ich, erstmal, warte mal, könnte ich hier nicht irgendwie so? Okay, es geht nicht. Kann ich den wieder abbauen? Oh, nice, okay, ich kann den abbauen. Ich mache unbedingt gleich Essen. Ich baue den mal hier oben irgendwie hin. Zu, so, Holz. Ich baue den hier irgendwie zu einem Battery Dino. Hin, so. Ich brauche unbedingt hier noch einen Stuhl und sowas. Ich glaube, ich könnte eigentlich noch so bam bam bam. Bam. Das war falsch. So. So. Bam. Bam. Und bam. So, dann haben wir auch ein bisschen Abstelldings hier. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Polizeistation hier an. Ich glaube, das ist mit dem Bunker. Und das mache ich nächste Folge hier. Schauen wir uns doch die Polizeistation an. Nämlich, ich bin echt neugierig, wie die das gebaut haben und wie die Zellen oder so haben. Ich kaufe mir schon was zum Essen. Ich kann echt gerade nicht sprinten. Ist ein bisschen dumm gerade. Ich gehe einfach hier schnell zu den Shops hier. Und lol, das sieht richtig cool aus hier. Ich glaube, jetzt ist die Polizei oder sind eigentlich noch keine einzogen. Das heißt, es geht eigentlich. Oh, der Gandalf, der gute alte Gandalf. So, dann muss ich hier Schnitzel. Was kostet Schnitzel? Aber ich muss doch abheben. Ah, ich muss so. Ich hasse es. Ich muss unbedingt den wie es craften. Oder irgendwie, Ben Bankus irgendwie das zahlen hier, dass ich Wireless-Dings habe, dass ich überall Geld abheben kann. Weil das brauche ich echt hier. So, Kreditkarte abheben. So, ich hebe einfach 50 Dollar ab. Das passt schon so irgendwie. So. Ja, you don't have Wireless-Technology. Ja, ich weiß es. Ich kaufe aber unbedingt, wenn ich mehr Geld hier mache, kaufe ich mir das unbedingt hier. So, ich nehme gerne einen Umweg hier. So, wie kostet denn, keine Ahnung, ein paar Schnitzel? Ich gebe nochmal 50 Dollar. Wird schon passen irgendwie. Genau, da vorne ist die Chest. Dann hole ich mir schnell die in der Chest. Ich glaube, keine Ahnung, ich hole mir einfach 10 für 50 Euro. Oder, keine Ahnung, was kostet hier ein Stück. Ich komme irgendwie. Ich habe mal 40. Ich glaube, das sind ja so 40 circa. An 1 Euro ein Schnitzel kostet. Ah, ich nehme 30. Das passt schon hier so. So, jetzt haben wir 30 Schnitzelery Dinos. Jetzt schauen wir an, was die gebaut haben. Die haben so eine Mailbox hier. Und so ein fancy Dings hier. Warte mal, kann man nicht so abbauen? Okay. Wird das craft. Okay, 2 Cobblestone, das ist easy hier. So, und die haben ja auch so richtig geilen Dings hier. Und hier ist Eisenrüstung. Und hier kann man auch Items irgendwie reinlegen. Kann ich das wieder rausnehmen? Bitte sag. Oh ja, nice, kann ich. Genau, hier sitzt noch keiner. Ich könnte mir schauen, vielleicht kann ich bei der Polizei arbeiten, aber das ist das Ding. Wenn ich bei der Polizei arbeite, kann ich halt wieder nicht einbrechen und das ist irgendwie komisch. Vielleicht bin ich. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Kann ich mal schauen hier. Und hier sehe ich gerade auch solche Lichter. Was ist hier? Oh Leute, es öffnet sich richtig links. Ich glaube, das hier sind die Zellen. Ich gehe mal lieber nicht rein. Okay, ich gehe mal lieber nicht rein. Weil sonst komme ich nicht mehr raus hier. Weil das ist Obsidian. Obsidian kann man mit Eisenspitzhacke einfach nicht abbauen. So, ich glaube, hier sind aber immer dieselben Zellen hier. Leute, kann man sogar raussehen. Das ist alles hier tausendmal gesichert. Okay. Ich gehe mal wieder hier runter. Ich glaube, das sind auch die ganz normalen Zellen hier. Genau, hier habe ich noch nicht noch eine Leiter gesehen, was auch immer hier oben bei der Leiter ist. Was ist hier oben bei der Leiter? Oh, hier ist eine Tür. Okay, lol. Was ist das hier? Ist wenig Licht, ich platziere mal Licht einfach. Weil ich so sozial bin, platziere mal ein bisschen Licht. Hier ist oben ist Licht, aber. Lol, wie cool das hier einfach aussieht. So ein Chefplatz, ich könnte aber auch irgendwie einen Stuhl hin oder so.
Was ist das hier? Mithril-Schwert. Ein bisschen mehr Damage als Mans. Soll ich es mir mitnehmen? Komm, das ist mehr keiner, das ist mehr keiner. Das ist mehr keiner. Was hier? Spätznaz-Rüstung. Ich glaube, das hat einfach nur nehmen hier, dass man, wenn man hier entweder im Einsatz ist oder so, bei der Polizei oder wenn man hier einfach bei der Polizei hier arbeitet. Es geht. Eigentlich war es das hier mit der Folge. Ich gehe jetzt einfach wieder nochmal zurück. Aber war eigentlich gut. Ich könnte eigentlich demnächst hier bei Dings wieder nachschauen, bei Manfred, ob hier irgendwas passiert ist bei ihm. Der hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Hier wohnt, glaube ich, immer noch keiner. Ich glaube, ich, oder? Nee. Genau, bei Dings hier, bei Reinhard ist irgendwie auch nichts. Ja, dann fahre ich mal hier wieder zurück. Aber ich habe jetzt ein mehr oder weniger Haus, wenn man es sagen kann, zweites Haus. Ich glaube, ich lebe in meinem alten Haus irgendwie noch. Ich bleibe mal bei meinem alten Haus, weil es ist einfach safer hier, als hier hinten in der Stadt hier zu wohnen irgendwie. So. Dann brauche ich hier schnell so. So. Nice, dann gehe ich hier schnell zu meinem Haus. Mir fällt gerade auf, ich habe genau 33 Schnitzel. Dann lage ich hier schnell an meine Items hier. So, meine Kreditkarte. Meine Kreditkarte, so. Mein Haus besitzt schon. Genau, sortiere ich hier schnell alles noch. So, bam, 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 bam. Und hier meine Waffen hier natürlich. Oder nee, ich lasse meine Waffen hier mal außer der Dings. Essen kann ich hier wieder das reingeben und ein bisschen Schnitzel. So, die Schere kann ich eigentlich zu. Wo gebe ich die hin? Ich gebe das für wertvolles einfach dazu. Ich meine, why not? Genau, wir haben, nachdem wir jetzt die M4 oder was das ist, hier die Waffe hier haben, können wir eigentlich theoretisch hier irgendwie einbrechen. Aber ich will irgendwie. Ich glaube, man kriegt mehr. Man ist länger im Gefängnis. Wenn man. Wenn man jemand mit der Waffe bedroht, deswegen lasse ich die Waffe mal. Ich brauche irgendwie safe, wo ich die Waffe versteckt von der Polizei. In der nächsten Folge wird safe irgendwie die Polizei da sein oder so. 100%. Und ich hoffe, die merken nicht, dass ich das Mithril-Schwert hier gestohlen habe. Und ja, würde ich mal sagen, das war's für die Folge Raidino. Folge Raidino in Zungenbrecher. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da für mehr Minecraft Aquana. Und ciao.